Weihnachten in einem der ältesten Häuser im erzgebirgischen Schönheide. 1651 als Dorfschule erbaut, beherbergt es heute das Bürsten- und Heimatmuseum. Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Bürstenherstellung zunächst noch in Handarbeit. Heute gilt die Region als Hauptsitz der Bürstenindustrie in Deutschland. Auch an diese Epoche erinnern Stücke im Museum und an die Zeit, als man kaputte Schuhe noch zum Schuster brachte.